Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute möchte ich mit Ihnen über die Zeit sprechen. Die Zeit ist eine der wichtigsten Komponenten unseres täglichen Lebens. Sehen Sie, zum Beispiel jetzt, in diesem Augenblick, ist es gerade ganz genau... Ach, wie dumm. Jetzt habe ich doch in der Eile meine Uhr vergessen und liegen lassen. Der kluge Mann, der weiß sich schon zu helfen. Keine Uhr, kein PC. Ich will doch mal sehen, ob es noch die telefonische Zeitansage gibt. Tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. 01804100100. Oh, Mensch, so eine lange Nummer. Also früher, da war das ja die 119. Übrigens die meistgewählte Nummer in der guten alten Zeit. 180 Hier ist die Zeitansage der Deutschen Telekom. Heute ist Sonntag, der 31. Mai 2015. Beim nächsten Ton ist es 18.36 Minuten und 10 Sekunden. Piep. Beim nächsten Ton ist es 18.36 Minuten und 20 Sekunden. Was ist denn das? Piep. Margot! Beim nächsten Ton Margot, bist du das? 18, das ist doch die Stimme von Margot! Also ganz bestimmt! Hallo! Beim nächsten Ton ist es 18.36 Minuten und 40 Sekunden. Wie? Margot! Beim nächsten Margot, jetzt hör doch mal einen Moment auf! Ich will doch nur wissen, ob du es bist! Wie? Beim nächsten Ton ist es. Also, 18.07 Uhr. Das muss doch die Margot sein, meine Tochter. Oh, sie ist immer so stur. Beim nächsten Ton ist es. Hallo! Lass dich doch einmal für einen Moment unter... Piep. Beim nächsten Ton könnte doch mal nur ganz kurz wenigstens... Da gibt es doch noch eine andere Möglichkeit. Richtig. Hallo? Ist dort das Fernsprechamt? Was? Technikniederlassung Düsseldorf? Ja, ach so, ich sage immer noch Fernsprechamt wie früher. Können Sie mich bitte mal mit der Zeitansage verbinden? Ja, ja, ich weiß. 01804 und so weiter und so weiter. Ich möchte aber mit dem Fräulein sprechen, das doch die Zeit ansagt. Sie können die Zeit nicht unterbrechen? Lachen Sie doch nicht! Sie glauben wohl, die Zeit wäre etwas, was Sie erfunden haben für Ihren eigenen Bedarf. Eingeteilt in 60. und 24. und 365. Aber... Erfunden haben Sie höchstens die Uhrzeit. Was die Zeit ist, das wissen Sie nicht. Das weiß niemand außer Gott. Aber sicherheitshalber beeilen wir uns. Wir rennen, wir rasen und fahren in die Radarfalle, nur um Zeit zu sparen für später. Wenn die Zeit mal zu Ende ist, Tempo sind wir eben. Aber die Zeit, sie macht nicht Tick. Die macht doch nicht Tack und sie macht doch nicht Piep. Margot, hörst du, was ich gesagt habe? Da kannst du deine Arbeit doch mal für einen Moment unterbrechen. Heute, am Sonntag, für deinen Vater. Im Vergleich zur Ewigkeit ist das doch nur ein... Ach, Papa, sei doch mal still. Du bringst mich ganz durcheinander. Es ist jetzt. Nein, jetzt bin ich raus.
Im Vergleich zur Unendlichkeit ist es jetzt tick-tack, tick-tack, piep, piep, piep. Hier ist die Zeitansage der Deutschen Telekom. Heute ist der Sonntag Trinitatis. Beim nächsten Piep ist es 1803 Uhr und 520 Sekunden. Margot, ich sprich doch nicht so abgehackt. 30. Mai 2005. Außerdem redest du Unsinn. Systemfehler. Ich schalte jetzt ab. Das System könnte ruhig öfter mal abstürzen. Besonders am Sonntag.